Österreichischen Sportzentrum Rauswiese, Ante Galle mit seiner Soccer School und Ivica Zunic, Profifußballer jetzt in der Ukraine, war aber nicht immer in der Ukraine, sondern hat auch in Österreich lange Zeit gespielt. Erzählt mal, wie hat das mit euch angefangen und wie bist du überhaupt zum Fußballspielen gekommen? Ja, ich bekomme eine in Österreich von 19 Jahren. Ich komme in ein Probetraining. Wiener Liga. Wiener Liga. Ich spiele in Simmering. Ja. In Simmering? Simmering. Erster Anfang. Wie alt warst du da? Gut geworden. 19 Jahre. 19. Und treffen mit Ante Galle und eine Trainingshow. Ja, ein Training habe ich zugesehen bei ihm und dann habe ich ihn mal bei mir eingeladen zum Training und dann habe ich mir ein Spiel angeschaut und dann haben wir gesagt, okay, schauen wir, dass wir jetzt da Profikarriere machen, weil das amateurmäßig ist zu wenig, dass der Jo dann eine Möglichkeit kriegt, in die Bundesliga reinzukommen. Und so ist das. Also du hast richtig erkannt, wie er dich das erste Mal gesehen hat, dass er Talent hat. Klar, auf den ersten Augenblick haben wir gewusst, er ist nicht nur für die Bundesliga, er ist gleich für die, also das Höchste, was man spielen kann. Und das hat er innerhalb dann 4 Jahre auch. Da hat die Talenteschmiede Soccer School voll zugeschlagen. Genau. Erfolgreich. Wahnsinn ist, dass so ein großer Spieler mit 1,96 Meter auch ein Wahnsinnstechniker ist, das ist selten zum Finden. Ne? Dass er technisch sehr begabt ist und dass er halt auch Kopfball stark ist, dass er einfach schnell ist, körperlich stark. Also er ist wirklich Top-Spieler und dass man das nicht erkannt, das verstehe ich nicht. Normal muss man so einen Spieler sofort erkennen und das habe ich aus 2 Zügen habe ich gewusst, er ist Mörder-Kicker. Es waren einige Manager und viele haben also versprochen dorthin, aber es war immer nur Spielsache, vielleicht kann ich da ein bisschen was holen aus den Jungen, aber geldmäßig oder nicht. Und dann würde er so irgendwie auf Seite gestellt und die Chance war dann halt weg. Es ist na klar. Es gibt viele, also vor allem Südländer, die versprechen hin und her und dann wird es eben nichts. Ne? Das ist. Und da haben wir bei Austria gehabt, der Trainer, Dichernich hat ihn gesehen und der hat sofort erkannt, dass den Jungen muss ich haben. Und er hat es auch gemacht, er hat alles, also wirklich, das ist von ihm gegangen, er wollte ihn unbedingt haben. Und dann hat ihm auch dann wieder zu Austria gekommen ist, in die zweite Mannschaft, sie waren zweiter Liga, hat ihm auch sofort die Möglichkeit gegeben, sofort die Chance geben, dass er spielt und er hat auch wirklich hervorragend gespielt, auch Tore geschossen als Verteidiger und das war. Aber dann hat es eben für die Kampfmannschaft nicht gereicht, also war nicht jetzt da ein Thema für die Bundesliga, erste Bundesliga, er spielte die zweite und dann hat er eine Möglichkeit gekriegt bei Mattersburg und da in Mattersburg hat er eben Regionalliga gespielt. Und die Bundesliga da wieder nicht erreicht. Ne? Dann hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir was anderes machen. Hat er sich auf den Weg gemacht, Ausland. Ne? Wechseln und Ausland. Und dann hat er gewechselt. War die richtige Entscheidung. Ja. Also jetzt wissen wir, jetzt haben wir alle gescheit. Jetzt wissen wir alle. Aber wie ihr beide euch das erste Mal gesehen habt, du hast gesehen, er hat Talent, aber was hast du beim Ante gelernt? Ah, ich weiß nicht. Ich schon treffe mit Tante und was kannst du sagen, was du? Er hat geglaubt. Wo er mich kennengelernt hat, hat er geglaubt, das ist genau wieder so einer, der wird mir jetzt viel versprechen und dahinter wird wieder wahrscheinlich nichts. Und ich habe dann gesagt zu ihm, ist wurscht, auch wenn ich dich jetzt da nehme und mit dir arbeite und wenn es nichts wird, dann bin ich die Nahe von dem und irgendwann was wird, dann haben wir es eben geschafft und dann hat es eben einen Klicks gemacht und jetzt.
geschossen. Gegen Dynamo. Dynamo Kiew, ja. Ja, genau. Wie war das? Das ist gut, gute Tor. Удар! Ще стійка і так і залітає м'яч у ворота. Після кутового Жуніч забиває другий матч поспіль. Після стандарту забиває Волені. Ви знаєте, останніми хвилинами там дещо заспокоїлося. Принаймні таке враження складалося. І так і отримала Волень свої шанси. Так і дійсно показала зуби. І так і використала стандарт. So 2015 vor. Ziel, Ziel moj, znači napredovat još više, znači reprezentacija. Ja bi jači klub još. Štijakere manšaft. Štijakere manšaft je. U Ukrajine, te jačom, pa gude angebote, und er möchte, also das Ziel ist eigentlich Nationalteam, das ist einfach, bei jedem Spieler ist das, was man wirklich schaffen will.